Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Schlacht und Mittelerde Let's Play. Ja, wir sind genau hier stehen geblieben. Ich mache natürlich wieder weiter, weil ich jetzt erst eine Mission gespielt habe. Knappe 20 Minuten und genau in diesem Rhythmus wollen wir jetzt auch weitergehen. Pro Mission, eine Folge pro Mission wäre echt nett. So, wir haben jetzt aber plus 20 Kommandopunkte nochmal gekriegt. Das heißt, wir können nochmal Truppen bauen, aber wir wollen natürlich die auch mit dementsprechenden Upgrades ausstatten. Um aber die Upgrades zu kriegen, brauchen wir... Moment mal. Akt 20. Ich glaube, ich brauche irgendwie eine Karte jetzt, wo ich eine Festung am Anfang kriege. Deswegen gehen wir jetzt mal nach Süditalien. Dauert jetzt, ist jetzt eine kleine Reise, ist egal. Weil ich will halt gucken, dass ich da meine Einheiten stationieren kann, dass ich Einheiten wegschicken kann, die töten lassen kann und dann genauso viele bauen kann, dass ich eben da wieder die Upgrades kaufen kann. Okay, und zwar los, jetzt da. Süditalien liegt an der Grenze zu Harad und war nicht zuletzt deshalb schon immer hart umkämpft. Ja, natürlich, weil vom Süden her kommen natürlich die Haradrim, die sich Sauron angeschlossen haben. Und dann ist natürlich klar, dass das Grenzgebiet umkämpft ist. Jawohl, wir haben eine Festung. Perfekt. Das ist perfekt. So. Osgiliath wurde überrannt. Helden. Hier vorne raus. So, hier. Okay, hier bauen wir erstmal ein paar Gehöfte. Diesmal brauchen wir sie nämlich wieder. Okay. So, und wir nehmen jetzt. Nein, weiter Verbataillon auf Rang 6. Nehmen wir garantiert nicht. Habt ihr etwas gehört? Vorsichtig. Jetzt schauen wir mal, sind jetzt alle drin? Ich glaube schon, ja. So, Weitläufer-Bataillon auf Rang 3. Du kannst raus. Ne, Rang 6, Rang 10 lassen wir garantiert hier drin. Rang 7 wollen wir auch nicht töten. Das Rang 3-Bataillon können wir rausschicken. Das Rang 6-Bataillon lassen wir mal auch noch. Das Rang 4-Bataillon können wir rausschicken. So, und ich glaube, eins brauchen wir jetzt noch. Nein, Pippin ist schon wieder tot. Mist. So. Ach, komm. Gandalf, komm her, ja. Und jetzt da. Kann's nicht! Vorbei! So. Erstmal das hier soweit. Okay, jetzt bauen wir mal hier einen Brunnen. Und eine Heldenstatue. Okay, dann bauen wir hier zwei Türme. Verteidiger des Weißen Baumes. So, ihr stellt euch mal so daher. Okay. Jetzt gucken wir mal. So, Gandalf ist gefallen. Das ist natürlich jetzt alles nicht so gut. Was Aragorn auch. Komm, dann kommt mal wieder zurück. Der Feind ist nicht klar. Bleibt zusammen. Wir haben ein neues Gehöft. Ich gehe voraus. Bleibt wachsam. Vorwärts. So, komm jetzt, schießt. Okay, also wir brauchen mal einen Schießstand auf jeden Fall, wir brauchen eine Schmiede. Und wir brauchen einen Schießstand. Alter, Ritter, kommt rein hier. Komm, den Nazgul müssen wir platt machen. Jawohl, der Nazgul ist platt. Ich tat, was ich für das wichtig finde. Komm, Legolas. Legolas, hier! Jawoll! Gut so, Legolas, gut so.
Con Gondors! Gott! Wir lassen uns hier nicht kaputt machen! Komm, Gimli, du machst dich den Olifanten platt, oder? Falkenangriff, Legolas! Faramir, goldener Pfeil! Jawohl, so läuft es. Gut so. Also, Gondor Bogenschützen brauchen wir jetzt erstmal, bis wir den Schießstand auf Level 2 gebracht haben. Wir werden angegriffen. Gut, und derweil bauen wir mal das hier aus. So, das passt jetzt aber soweit. Nein, ich kann schon nicht mehr anwählen, aber... Boromir ist gefallen. Ja, toll. Okay, die Mission wird dann wieder eine ganze Ecke länger. Komm, lasst euch killen. Jawohl. Jawohl, genau so. Genauso. Jetzt pflanzen wir hier mal einen Elbenwald her. So, Erfahrung für unsere Leute hier. Ja, die sind ja schon alle auf Level 10. Ach, Mist. Was gibt es neu? Seid wachsam, Männer! Vorwärts! Nein, Gimli, du bleibst jetzt auch mal daheim. Ach ja, das mit den Helden ist ein bisschen scheiße jetzt, dass die da alle gestorben sind. Man kann ja nicht alles machen. So, die Bogenschützen, komm. Lasst euch killen. Ja, und der Olifant stirbt hier, ist auch in Ordnung. Ah, hier können wir uns umbringen lassen. Gut, kommt mal her. Lasst euch umbringen. Los, tut es. Jawohl, genauso wollen wir das. Gut. Dann müssen wir die jetzt nicht mehr ausbilden. So. Weitläuferkosten 15. Mal schauen, ob wir es hinkriegen, dass wir vielleicht auf 410 kommen. Das schauen wir jetzt mal, ob wir das hinkriegen. So, und Aragorn und Gandalf, das kostet ein bisschen, dass wir die wiederbeleben können. Aber mein Gott, das kriegen wir auch hin. So, okay, Bonus haben wir schon abgeschlossen. Dann brauchen wir jetzt nur noch, müssen wir nur noch alle Lager des Feindes zerstören. Ja, ich würde jetzt mal sagen, holen wir mal die Rohirrim zur Hilfe und reiten mal ein bisschen durch und gucken uns mal das an, was hier los ist. Die Karte scheint nämlich jetzt nicht so groß zu sein. So, nein, ihr stellt euch nicht daher. Ihr sollt euch nämlich daher stellen. Genau. Okay, jetzt machen wir mal das hier kaputt. Für Gondor! Für Gondor! Jawoll! Jawoll! Gimli kämpft hier schon wieder irgendwo vorne drin. Du sollst da nicht kämpfen, Gimli. Du kommst da schön mit. So, alle hier. So, alle Helden hierher und stopp. Wir haben die Schmiede verbessert. Gut, Schmiede verbessert. Sehr gut. Wir brauchen, glaube ich, nur die Banner-Upgrades, aber egal.
So, jetzt ist er fertig. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was da hinten noch so ist. Aber ich denke eher nichts. Doch, ein Lager. Das könnten wir uns mal noch schnell holen. Und mit Gehöften ausstatten. Und dann schauen wir mal, was hier hinten so ist. Wahrscheinlich nichts. So, Gehöfte, Gehöfte, Gehöfte und noch mehr Gehöfte. Oh, ein Nazgul. So, genau, jetzt haben wir hier eben das Problem hier mit den Waldläufern. So, und jetzt, gut, jetzt erforschen wir erstmal die Feuerpfeile und das andere hier. So, ein Bataillon müssen wir jetzt zu 10, also wir müssen schauen, dass 2 noch heimkommen. Ja, das machen wir erst später. Das machen wir erst später. Komm, ihr Elben, macht mal den Nazgul-Blatt. Und dann könnt ihr hier weiterreiten. Dann machen wir gleich mal schon mal das Zeug hier kaputt. Da, die sind ja hier schon voll dabei. Genau, jetzt sind sie erstmal weg. Das ist auch gut. Auch nicht so schlecht. So, wurde gekauft, das Upgrade. Gut. Pfeile bereit machen. Jetzt müssen wir das eben schnell hier machen. So, am besten wäre natürlich ein Turm. Wir könnten ihn hier auflauern. So, da kommt schon was. Es geht los. Ach, das sind nur so Drecksviecher. Okay, wir warten jetzt einfach mal hier. Ach komm, die machen uns ja eh nix, diese Drecksviecher. Aus dem Weg! Wir werden hier auf sie warten. Ich gehe voraus. So, ach, aber die könnten uns vielleicht ein bisschen Schaden zufügen, aber nicht zu viel. So, okay. Zwei müssen heimkommen, genau. Genau, jetzt da. Einer muss heimkommen. So, und jetzt musst du schnell den Bataillon bauen. Und der eine darf sich nicht zu 2 wieder vermehren. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Noch klappt's nämlich. Das sind alles unsere Pissteile, die sind eh gleich kaputt. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Jawohl. Wir sammeln uns dort. Jetzt haben wir's. Wir sammeln uns dort. Und du bist nämlich noch ein ganzes Bataillon, Freundchen. Hier entlang. Jetzt kannst du dich nämlich genau geschafft. Aufpassen, sehr gut. Waldläufer. Aufpassen, Waldläufer. Bogenschützen. Gut. Jetzt haben wir hier auch, glaube ich, alle aufgerüstet. Und schauen wir mal, dass ihr hier alle Erfahrung kriegt. Vom Boromir und so. Und Faramir. Kriegt ihr mal Erfahrung hier. Ich trage das Banner Gondors. Werft sie zurück, bereit. Ich trage das Banner Gondors. Gut, und jetzt haben wir 410 Truppen. Perfekt. Genau so wollten wir das haben. Jetzt können wir euch Waldläufer hier weiter hinter schicken. Ihr kommt ein Stück weiter vor. Stopp. Genau, da bleibt er stehen. Ihr kommt noch ein Stück weiter vor. Ihr kommt daher. Unsere Reiter stehen da hinten gut. Ja, und dann würde ich sagen, dann sind wir soweit.
So, da da hinten eh nichts passiert, können wir hier noch schnell einen Steinbruch hinbauen und können das Zeug verstärken. Okay, jetzt holen wir uns mal noch schnell Gandalf und Aragorn wieder. Und dabei, ja, wir können, ich glaube, das schaffen wir auch mit den Einheiten hier. So, schauen wir mal, was hier so abgeht. Minas Tirith, dieser Weg wäre sicher. Ja, ja, klar. Ah, hier ist auch so ein behindertes Lager. So, da helfen, lassen wir mal helfen von der Armee der Toten. So, und dann können wir nämlich hier gleich die Gebäude schrotten. Ja, die Armee der Toten nimmt die Einheiten. Und jetzt können wir auch noch ein bisschen auf die Gebäude gehen. Das geht schon, dann machen wir noch die Adler hier. Machen wir die Gebäude. Und auch die End können noch ein bisschen mit den Gebäuden rummachen. So. Alle auf die Gebäude, Jungs. Und ihr Reiter geht mal gleich zum nächsten Lager. Ach, hier kommt, ihr kriegt eh nichts auf die Reihe. Dabei können wir mal die zwei Sachen noch erforschen. Ja, und ihr steht da super und das, da passt eh alles. Da muss man keine Angst haben. So, und ihr Reiter, macht mal den Pferd hier kaputt. Weil ein Olifant, der wird jetzt den Reitern ganz schön wehtun. Genau, und das war's dann auch schon. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen die Türme kaputt. Und da stehen eh nicht mehr so viele Gebäude. Zack, zack, jawohl. Dann war's das eh. Das Sägewerk können wir da Sägewerk sein lassen. Helden haben wir jetzt dann auch fast alle wieder. Ach, hier Adler. Könnt auch noch. Und die Ents sind auch noch am Start. In den Türmen sind jetzt Bogenschützen. Die haben nicht mehr so viel Zeit, aber irgendwas können sie schon noch machen. Aber die Adler sind flott. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, die Adler kriegen das gut hin. Was? Ah, die sind jetzt gestorben. Ah, die Ents sind auch noch durchgekommen. Das ist sehr gut, aber das kriegen sie nicht mehr hin. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mit den Helden hier noch irgendwas haben. Aber auch Mut und Ehre. Mist! 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 Verdammte Axt! Das war nicht so geplant. Aber mehr wie Türme gibt's jetzt eh nicht mehr. Wir sollten aufbrechen. Man kann nicht einfach nach Norden spazieren. So, da geht's anscheinend nirgendwo hin. Wie lange brauchen denn die eigentlich? Ja, es sind bald fertig. Ja gut, da ist eh nichts mehr zu holen. Jawohl, die Elben kriegen den sogar fertig, den Turm. Sehr gut. Ja komm, wir helfen uns jetzt gegenseitig noch ein bisschen. Ja, ja, sie greifen an, die Helden, jawohl. Ah, sehr gut. Wir haben, jawohl, Gandalf haben wir jetzt auch wieder. Was hat denn eigentlich Aragorn hier noch für eine... Aragorn erhält durch Arwens Geschenk eine 100 Lebenspunkte und schnellere Selbstheilung. Sehr gut. Sehr gut. Und herfür, ja, das ist auch cool, das ist auch cool. So, Herführer Rohrheins also. Ja, das ist super. 100% Erfahrung ist vor allem auch geil. So, und jetzt da. Komm, Aragorn, einmal drauf und Nommel und die Zitadelle steht nochmal.
So, jetzt teilen wir uns auf. Ja, wie, Pippin? Du kannst so einen Turm, glaube ich, nicht alleine kaputt machen. Wäre aber witzig, wenn du es könntest. Das kriegst du sogar hin, Pippin. Das sollst du auch alleine fertig machen, weil dann kriegst du ein bisschen mehr Erfahrung. So, Pippin, das machst du alleine, jawohl. Hast gute Erfahrung dazu gekriegt. So, und das war's. Wieder eine Mission erledigt. Und diesmal haben wir das sogar mit den Kommandopunkten hingebracht. Jawohl. Gewonnen. So, mal wieder ordentlich 1000 Punkte geholt. Ja, Helden sind keine mehr aufgestiegen. Schon klar. Aber Einheiten sind ein paar aufgestiegen. Und wieder Gesamtsieg. Plus 20% Rohstoffe. Sehr gut. Weiter geht's. Und Südithilien auch verteidigt. Jetzt haben wir noch das Land von Harad vor uns. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Das können wir gar nicht machen. Ah, doch, hier. Harondor. Sollen wir das mal schnell machen? Ne, wir machen jetzt alle erstmal da, wo plus 20% Rohstoffe sind. Okay, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. See ya!